Einen wunderschönen. Da sind wir auch schon wieder. Also beziehungsweise ich, euer Odin. Wir sind mit der Playbrush Zahnbürste am Machen. Ich räume mal das. Also ihr habt eine, sag's nochmal wie im Unboxing, ihr habt eine Handyhalterung mit bei, die klebt ihr so an die Wand dran. Dann könnt ihr euer Handy oder Tablet da reinstellen und das wird dann auf der anderen Seite von der Wand gehalten. Das ist mit bei. Dann habt ihr logischerweise die Ladestation mit bei. Kriegt erstmal so eine Anleitung, habt damit bei, die wirklich echt geil ist. Also, die kann ich selbst ohne Brille lesen. Super. Und natürlich die Zahnbürste mit einem Kopf. Die ist mit bei. Den lassen wir aber für die Kids. Den packen wir mal beiseite. Wir haben auch schon hier die Apps runtergeladen und wollen jetzt einfach mal die Zahnbürste mit der App verbinden und uns das angucken. So, ich habe zwei Apps runtergeladen. Ihr müsst dann einfach Playbrush suchen. Und das ist einmal mit dem Drachen ist Playbrush Kids und mit der Zahnbürste ist die Playbrush App. Laut Anleitung wird auch macht die auch Updates. Und dafür mit der App verbinden. Ich muss jetzt nur mal schnell meinen Namen eingeben und mich da registrieren. E-Mail-Adresse. Passwort. Passwort bestätigen. Danke für die Registrierung. Happy Playbrush. So. Jetzt habe ich auch die E-Mail vom Playbrush gekriegt. Jetzt ist mein Account verifiziert. Da war ein Link drin. So. Und jetzt sind wir hier in der App. Jetzt entdecken. Cookies akzeptieren. Smarte Zahnbürste. So, zusätzlicher Service für Playbrush Smart Sonic 14,99 €. Zusätzlicher Service, 6 noch was. Aufsteckbürsten und Aufsteckbürsten oder App-Erweiterung unter. Einzelbürsten oder App-Erweiterung. Zusätzlicher Service für Smart. Ersatzbürsten und dabei. Okay. So, da sind wir auch schon. Oh, die gibt es ja in Dunkel. Also, wusste ich gar nicht. Ich dachte nur Kinder, aber das scheint wohl auch für Erwachsene zu geben.
Na, den Ring hat sie hier nicht jetzt, also bei dem hier. Ist nur an- und ausschalten. Okay. Bluetooth ist aktiviert. Oder auch nicht. Jetzt ist es aktiviert. Du gehörst zu den schwächsten 1% aller Nutzer. Unzureichend. Ich habe nicht gut Zähne geputzt. Also gehört zu den schwächsten aller Nutzer. Ja, ich habe noch gar nicht benutzt. Ah, der macht das dann auch gleich zeitig. Wir gucken mal. So, wir nehmen einfach mal Zähne. Entspannend, motivierend. Zahnspange, nein. Machen wir motivierend. Schalte deine Playbrush ein. So, und jetzt gehe ich einfach mal. Hier einfach nur bei mir am Kinn lang. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ich gehe nur an meiner Backe gerade lang. Beziehungsweise jetzt am Unterkiefer. Also ich mache das jetzt genauso wie eben, wo er gesagt hat, falsche Seite. Wo ich auf der Weiche oben auf der Seite, die mir jetzt halt unten angezeigt wird. Und jetzt? Passiert gar nichts, wenn ich da links und rechts mache.
Oh, 2 Minuten noch hat er putzt. Aber das mit vorne richtig. Das machen wir mal entspannt. Falsche Seite, putzen Sie die rechte. Ich bin da mit der rechten Seite. Kauffläche. Seht ihr, unten bin ich jetzt. Ich bin auf der gleichen Seite. Unten erkennt er, aber oben nicht halt. Ich bin links. Aber er will es nicht erkennen. Na, ja, vielleicht ist es ja nur ein kurzer Fehler. Müssen wir mal gucken. So, dann gucken wir mal nach einem Spiel. Play. Ich glaube, der erkennt, dass ich nicht richtig putze. Alter. Ich habe es jetzt an meiner Oberlippe und bewege sie hin und her. Ich glaube, der erkennt halt, dass ich nicht richtig putze, sondern nur so eine. Oh Gott, jetzt ist mein ganzen. Sind ja backewund hier. Ach, hier kann man dann die Zeit einlesen: Minuten. Okay. Jetzt gucken wir mal hier die Playbrush Kids App. Bereits registriert. Dann gucken wir mal, ob ich mich da mit dem Konto, was ich habe, oder ob ich dann neues brauche. Geklappt. Also ich brauchte nur mein Playbrush-Konto.
3 bestätigen. So. Ich habe gedacht, unterschiedliche Spiele. Schauen wir mal mit dem Frosch hier. Also klappt nicht richtig, wenn man es nicht benutzt. Sag da mal, putz eine andere Seite. Weil ich mach's ja jetzt nur auf meinem, praktisch auf einer Backe außenrum. Aber das, die werden wir testen und gucken, wie sie sich schlägt. Wie gesagt, meine kleine Tochter darf ja die App nicht benutzen, aber die große. Und ich habe ja noch Aufsätze, die suche ich raus und gucke, ob die passen. Weil die können ja nicht beide den gleichen Aufsatz nehmen, das ist ja Quatsch. Ne? Von daher, Juna testet die Zahnbürste so, ob sie halten kann und ob sie alles vernünftig ist. Und Josie wird dann halt die App testen. Ich finde auch schön hier vom Design halt her, schön rosa, hinten eine lila, die schöne dicke fette Knubbelnoppen hier, damit man halt schön festhalten kann. Auch hier der Play-Knopf ist gut mit eingearbeitet zwischen den Blubbelblasen hier. Alles andere sind hier keine Knöpfe. Und hier unten seht ihr dann, wie ihr auch von der Oral-B kennt, dass da so ein hinter dem Plastik eine LED ist, die blinkt. Und hier unten natürlich die Ladestation. Ja, ich bin mal gespannt, was die Kids dazu sagen werden, wenn sie heute das benutzen werden. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. So. Und später kommt dann mein Fazit. Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Videos jetzt hier vor dem Fazit online schalte oder erst nach, wenn ich das Fazit gemacht habe. Das kann ich euch jetzt so noch nicht sagen. Aber naja. Okay, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.